Schon seit geraumer Zeit haben wir die Idee, unsere Sprayhut zu einer Art Deckshauszelt zu verlängern. Da es besonders bei Nachtfahrten im Cockpit oft unangenehm kalt und windig wird. Es ist nur sehr schwierig, einen Segelmacher zu finden, der so etwas wirklich kann. Hier in Las Palmas trafen wir auf Empfehlung Christina und Giuseppe, die unsere Ideen umsetzen konnten. So entwickelten wir gemeinsam, und das ist nicht selbstverständlich, Lösungen für unseren Wintergarten. An dieser Stelle möchten wir uns ausdrücklich bei euch, liebe Christina, lieber Giuseppe, herzlich für eure gute, prompte Arbeit bedanken und empfehlen euch gerne weiter. Die Kontaktdaten von euch stelle ich in die Videobeschreibung. Die erste Anprobe unserer neuen Sprayhut Extension. Wir sind gerade bei der zweiten Anprobe unserer Extension und das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ja, wunderbar. Jetzt fehlen nur noch die Fenster. Die werden wir jetzt bestimmen, wie groß sie werden sollen. Die Arbeiten an unserer neuen Sprayhut-Erweiterung sind abgeschlossen und wir möchten das Wetterfenster morgen nutzen, um die 80 Seemeilen von Las Palmas nach Gran Tarajal zu segeln. Wir sind gerade an der Tankstelle, haben getankt, werden jetzt gleich losfahren. Die Bijou wartet schon auf uns. Die Wettervorhersage sagt für heute Nord-Nordwest, später etwas westdrehend mit 18 bis 25 Knoten, in Böen natürlich mehr. Uns interessiert aber eigentlich mehr die Welle. Und da kommt von Westen ein ordentlicher Schwell mit 2,50 Meter herein. Dieser trifft sich dann mit einer querlaufenden Windsee. Nun, wir werden sehen, ob die Vorhersage stimmt. Es ist mittlerweile 8.30 Uhr, als wir auslaufen. Vor uns liegen ungefähr 80 Seemeilen. Es ist hier im Kanarischen Archipel immer wieder spannend, von einer Insel zur nächsten zu segeln. Denn die berühmt-berüchtigten Accelerations, also die Windbeschleunigungen zwischen den Inseln, sind ein spannendes Thema und immer für eine Überraschung gut. Um nicht allzu sehr vom Wind überrascht zu werden, kommt gleich das erste Reff ins Groß. Das Vorsegel ist bei allen Windrichtungen für uns leicht zu bedienen und wird je nach Windstärke rasch angepasst. Mit der Crew der Bijou, einer wunderschönen Thunderstart 46, verlassen wir den geschützten Hafen von Las Palmas. Draußen werden wir von einer hohen, konfusen Welle begrüßt. Genau für diese Bedingungen auf See haben wir unser neues, erweitertes Cockpitzelt machen lassen. Sehr komfortabel.
Petra und ich gehören zu den Extremseglern. Wir versuchen immer, bei extrem gutem Wetter zu segeln. Leider klappt das oft nicht. So haben wir es uns zur Devise gemacht, früh zu reffen, damit Mola Mola möglichst aufrecht segelt. Gas gegeben wird mit dem Vorsegel. Auch heute stellen wir dauernd die Segelgröße nach dem Wind und der Welle neu ein. Mola Mola erreicht bei diesen Bedingungen zwischen 7 und 8,5 Knoten Geschwindigkeit. Das reicht in der Regel für Durchschnittsgeschwindigkeiten von 6 Knoten oder mehr aus. Besonders schön ist es natürlich, wenn die Welle das Boot nicht abbremst. Es gibt wohl kaum etwas Schwierigeres als das Abschätzen der Wellenhöhe. Meist fehlen die Fixpunkte. Hier haben wir aber die Bijou und können eine realistische Wellenhöhe bestimmen, da wir wissen, dass sich das Deckshaus in etwa 2 Meter Höhe über der Wasserlinie befindet. Wir fahren auf Fuerteventura zu. Man sieht schon gut das Land und da hinten ist auch schon Mojable zu erkennen. Wir fahren noch immerhin mit 7,2 oder 7,4 Knoten. Es bläst noch mit 21 Knoten. Wir haben jetzt hier hinten eine Tür zugemacht. Wunderbar. Auch richtig Wind. Noch über 20 Knoten. Aber die Welle ist jetzt im Schatten der Insel schon deutlich kleiner geworden. Und es ist gut. Es ist 7,3 Knoten. Und da hinten sieht man Mojable. Es ist mittlerweile 18 Uhr geworden und wir segeln an Mojable vorbei. Leider steht der Wind parallel zur Ankerbucht, vor dem Strand, wo man sonst bei West oder Nordwest gut übernachten kann. So beschließen wir, bis nach Gran Tarjal durchzufahren. Die Sonne ist gerade untergegangen. Wir haben zwischen 25 und 23 Knoten Wind. Die Maschine läuft mit. Wir fahren genau gegen an.
aber das wussten wir. Die letzten paar Meilen vor Gantachal ist eben so. Da müssen wir jetzt durch. In 2 Stunden sind wir da. Es ist mittlerweile dunkel und wir fahren auf Gantachal zu. 9 Meilen. Die Ansteuerung von Gantachal bei völliger Dunkelheit ist eine besondere Herausforderung. Es ist nicht nur deshalb so speziell, weil wir von der Flutlichtanlage des Sportplatzes total geblendet werden, weil ein Stromausfall just in dem Moment den Hafen selbst in tiefes Schwarz taucht, sondern auch, weil ein eifriger Sicherheitsmann auf dem Steg uns mit seiner Taschenlampe blendet und so eine vernünftige Orientierung verhindert. Es ist eben alles nicht so einfach, wie es scheint. Aber am Ende hat ja noch mal alles gut gegangen. Wir wissen, dass uns auf dem Teilstück unserer Reise von Gantachal nach Arrecife meistens Gegenwind erwartet, bleiben wir 2 Tage. Dann sagt der Wetterbericht für den folgenden Tag Westwind voraus. Das bedeutet im Windschatten der Inseln guten Segelwind bei relativ wenig Welle. Noch vor Sonnenaufgang werfen wir die Leinen los. Wir lieben diese Morgenstimmung. Auf den Kanaren haben wir nur eine sehr kurze Dämmerungsphase und es wird innerhalb von ein paar Minuten hell. So, die Bijou folgt uns und wir fahren jetzt aus der Hafenauenfahrt raus. Es ist kurz vor 7 und es geht los nach Arrecife. Haben wir jetzt zwischen 20 und 25 Knoten Wind und hier unter unserem neuen Dach merkt man das überhaupt nicht. Es ist also ganz toll.
Arrecife wie immer 22, 23 Knoten. Wind in Stoten. Die Montage des Deckshauszeltes mit Hilfe von Gurten im Halberkrassi-Stil über der eigentlichen Sprayhut ist zwar nicht sehr elegant, hat sich aber bewährt. Hier endet nun die Episode 60. Durch den Turn nach Gran Canaria und der Mund-zu-Mund-Propaganda konnten wir unseren lang gehegten Wunsch, das Cockpitzelt zu erweitern, realisieren. Bereits nach ein paar Meilen zeigte sich ein großer Zugewinn an Komfort auf See, den wir das ein oder andere Mal vermisst haben. Wir wünschen euch eine gute und sichere Saison 2024 und verbleiben mit einem Augenzwinkern eure Mola Molas. Wir sind wieder kurz vor Arrecife und wir haben immer Böen bis 25, 26 Knoten. Momentan hat er gerade ein bisschen runtergemacht. Mutti freut sich. Ja, 30 Knoten. Ja, je später der Abend, desto höher die Zahl. Ja, gut, komm. Guck mal hier. Also jetzt momentan sind es 17. Guck mal, 16. Er lässt jetzt auch nach. Die Flaute wird uns jetzt einholen. So. Oh. Ich werde dann heute unbedingt von deinem Handy mal die Bilder mit rüberziehen. Ich mache gerade ein Video. Das ist ja toll. Klappe! Ja.